Hallo, das ist wieder die Petra von Petras Bastelnews und heute zeige ich euch mal, wie ihr den Hugo, den Frosch, mit Aquarellbuntstifte anmalen könnt. Wir fangen erstmal an. Die Christine zeigt euch nur die Stifte. Ich mache schon mal die Augen weiß. Dann Bauch mache ich auch ein bisschen weiß mit drauf, dass dann der Bauch ein bisschen heller rauskommt. So, dann nehmen wir mal hellgrün und dann machen wir erstmal flächig ein bisschen grün drauf. Ja. Mag nicht. Jetzt stimmen wir ab. Ja, also ihr seht schon, da braucht es jetzt auch nicht so aufpassen. Erst einmal so grob das alles bemalen, dass wir erstmal Grundfarbe kriegen. Der ist jetzt schon ein bisschen relativ groß, der ganze Kerl. Dass wir jetzt natürlich da auch schon sauber rübergehen. So, da bei den Augen noch zwischen ein bisschen. So, und dann verwaschen wir das Ganze jetzt erstmal, um zu schauen, wie das ausschaut. Und zwar beim Verwaschen müsst ihr aufpassen, dass der Pinsel nicht tiefer drin ist, wie die Pinselspitze lang ist. Ja? Und dann könnt ihr nämlich hergehen, könnt ihr das erst einmal so grob verwaschen. Und seht ihr gleich, wie eure Farbe rüberkommt. So, erst einmal das Grobe. Indem wir das Ganze ein bisschen befeuchten. Und dann gehen wir eben nochmal her mit dem Stift jetzt und haben wir da nochmal intensiv die Farbe auftragen. Seht schon, jetzt deckt es natürlich wesentlich stärker, durch das, dass das schon feucht ist. Nochmal da, da haben wir noch gar nicht verwaschen. Pfusch am Bauch hier. So. Da noch ein bisschen rüber, dass wir da ein bisschen mehr Farbe kriegen. So. Und jetzt gehen wir her mit dem Dunkelgrün, weil dann kriegen wir auch nämlich gleich unseren Verlauf. Setzen wir jetzt erstmal da die Konturen ab. Machen wir unsere Fessel ein bisschen dunkler. Dann können wir nämlich da die Linien auch ein bisschen noch. Das können wir dann durchs Verwaschen. Verlauft das jetzt dann wieder. Machen wir den in unseren Pinsel. Du kannst mich hergehen und kannst das sauber so verlaufen lassen. Dann werden das ganz weiche Konturen. Und ihr habt eine schöne Schattierung. Da fahren wir jetzt einfach ein bisschen drüber, dass der Bauch ein bisschen so hellgrün wird. Da wo wir zuerst weiß gemacht haben. Dann haben wir mal da noch ein bisschen nochmal. So, und dann gehen wir jetzt so her, die, zum Beispiel die Konturen, die könnt ihr auch gut nachziehen mit dem, dass ihr das da ein bisschen absitzt. Die Fessel von oben mache ich mal dunkler. So, noch ein bisschen. Dann machen wir eben da beim Gesicht auch noch. Da können wir eben ein bisschen so Backerl auch noch machen. Und erstmal unseren Pinselspitzen so. Unseren Pinsel? Unser Pinsel, ja. Weil jetzt haben wir einen unseren Stiftspitzen. Genau, sonst das ist einmal wichtig, dass der ganz spitz ist, der Stift. Sonst für Konturen nachmalen. Genau.
was auch noch wichtig ist, dass ihr euch einen guten Spitzer kauft. Ja, das ist auch ganz wichtig. Genau, weil die Stifte ja ziemlich weich sind. Von der dass ihr da nicht einen Billigspitzer nehmt, weil die brechen sich alle. So. Können wir jetzt auch da hergehen, können wir zum Beispiel mit dem Weiß da nochmal ein bisschen reingehen. Dann können wir das ein bisschen aufhellen. So, dass der schöne Wangerl kriegt. Und da oben über die Augen, das mache ich jetzt halt nochmal mit dem Aquarellbuntstift. Und da mal nochmal ein bisschen verwaschen, weil da ist jetzt so intensiv grün. Das wollen wir gar nicht. So. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ihr seht schon, so ein Gressamfrosch mit den Buntstiften, das dauert natürlich auch seine Zeit. Katze meldet sich auch mal zu Wort. Ich mag jetzt auch schon nicht mehr. Ich fahre jetzt einmal mit dem Posca-Stifter nochmal nach. Da fährst du gar nichts mit dem. Das haben wir schon ausgemalt. Der ist ausgemalt. Aber wir haben noch Proviant dabei, so ist es nicht. Also machen wir jetzt das erste Mal noch. Das Auge ein bisschen heller. So, das kann jetzt ein bisschen verlaufen. Das kennst du nämlich Aquarell. Die Posca-Stifte lassen sich nämlich auch Aquarell vermalen. Ja, seht ihr? Wenn es da jetzt ein bisschen rüberfahrt, dann lassen sie die nämlich auch verwaschen. Jetzt machen wir einmal mal seine Augen noch. Und zwar mal jetzt da immer ein bisschen am Rand, ein bisschen so hellblau, dass wir nachher ein bisschen einen Schatten kriegen. Dann kriegt er erst bei Augen. Ich gehe jetzt immer her und mache zum Beispiel da am Rand nicht gespitzt, das geht gar nicht. Also seht, man muss auch mal ab und zu spitzen, einfach zwischendurch. So, dann können Sie da nochmal mit den dunklen ein bisschen unten herfahren zum Beispiel. So. Jetzt verwaschen wir das noch ganz leicht. Schauen, dass nicht zu viel Wasser drauf ist auf eurem Pinsel, dass da nicht so ein Verlauf, sonst kriegt ihr so einen argen Verlauf. So, wenn es jetzt trocken ist, dann können wir ihm da noch einen Augenpunkt reinsetzen. Ich mache jetzt extra das ein bisschen trocken, weil das geht natürlich das ist noch ein bisschen nass. Jetzt ziehen wir dabei die Konturen noch. Genau. Machen wir da noch ein bisschen Schatten mit dem Posca-Stift zum Beispiel. Da oben an die Füße können wir noch Schatten setzen. Und dann ist da oben jetzt vielleicht auch schon trocken, dass unser weißer Stift wieder deckt, siehst du das? Und dann ist unser Hugo schon fertig. Ja, viel Spaß beim Basteln, bis zum nächsten Mal. Da zeige ich euch dann mal, wie man Hugo mit Holzlasur anmalt.